Cannabis. Jahrzehntelang verteufelt, jetzt legal in Deutschland. Eine neue Ära, die Veränderungen mit sich bringt und unsere Gesellschaft vor Herausforderungen stellt. Es ist ein differenziertes Thema. Es gibt Chancen, die dieses neue Cannabis-Gesetz liefert. Es gibt aber durchaus auch Gefahren, Nachbesserungsbedarf. Aufklärung ist notwendig, Prävention ist notwendig und Prävention ist einfach ein bisschen mehr nur als Aufklärung, sondern auch mit Jugendlichen und Erwachsenen darüber ins Gespräch zu kommen, was steckt denn hinter dem Cannabiskonsum. Wir würden diese Arbeit gerne weiter ausbauen. Prävention findet ja schon statt, aber dazu brauchen wir Ressourcen. Das neue Gesetz sieht unter anderem den Besitz von 3 Pflanzen und eine Abgabe von Cannabis in sogenannten Social Clubs vor. Befürworter versprechen sich davon einen regulierten Markt, Steuereinnahmen und den Abbau der Kriminalität. Gegner befürchten hingegen den Anstieg des Konsums, insbesondere unter Jugendlichen. Also wenn Sie sich mal zu Hause vorstellen, in einer Familie, die Eltern haben diese 3 Pflanzen angebaut, die konsumieren auch Cannabis. Wie ist gewährleistet, dass die minderjährigen Kinder und Jugendlichen geschützt werden, nicht an die Pflanzen kommen und. Jugendschutz ist wichtig, weil Cannabiskonsum im Gehirn jüngerer Menschen durchaus eine schädliche Wirkung hat. Trotz der Risiken, Elke Wallenwein steht der Legalisierung positiv gegenüber. Sie sieht darin eine Chance, gezielter über den Konsum aufzuklären und mit Erwachsenen und Jugendlichen offen ins Gespräch zu kommen, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Ob das Gesetz dazu beiträgt, wird sich zeigen. In dem neuen Gesetz steht einiges drin, was gut und richtig ist. Und dieses Gesetz wird ja evaluiert. Man guckt ja in 2 Jahren die Regelungen, wie sie jetzt getroffen wurden, ob die wirksam sind, ob sie das erreichen, was sie eigentlich erreichen sollen. Und das werden wir dann sehen. Weil das aber noch dauert, warnt Elke Wallenwein davor, sich ausschließlich auf das Thema Cannabis zu konzentrieren. Im Moment ist Cannabis überall, das, als wäre das das einzige Thema, was wir haben. Im Moment ganz heftig das Thema Opioide. Also Tilidin und, zum Teil sogar schon mit Todesfällen. Also von daher möchte ich dafür plädieren, Cannabis ja und bitte die anderen Themen nicht vergessen.